alle Erfahrungen zeigen mir, und zwar schon im kleinen lokalen Maßstab in Deutschland, dass die Bilder der Wirklichkeit nochmal ganz andere Eindrücke auslösen. Und da fehlt den meisten Menschen mehr eingeschlossen einfach das konkrete Wissen. Wo war ich denn? Ich war in einem afrikanischen Land, wo ich das Gefühl hatte, ich war 100 Jahre zurück. Man kommt dann so Erinnerungen hoch. Sie schreiben mal von dem einen, der da mitten im Wald lebt. Und dann erzählen sie von den Farben und den Pflanzen und so. Das sind natürlich Bilder, die dann wieder zurückkommen, weil es sind ja ganz zum Teil beeindruckende Bilder, die man hat, sei es Steppe oder sei es Wald, falls noch einer da ist, oder Busch. Das sind so die Eindrücke. Es ist ganz wichtig, der deutschen Öffentlichkeit, der Politik, der Wirtschaft und vielen, die ja Interesse haben an Afrika, dieses Interesse erwacht ja im Augenblick, darzulegen, die Kultur dieses Kontinents und Verständnis für die Größe des Kontinents und die Vielfalt zu erzielen. Wie Sie schreiben, auch alles geht sehr viel langsamer vor sich. Das hat man immer noch präsent. Ja. Es ist eher so, ich könnte mir jetzt nicht zurückerinnern, dass ich sage Kleinbauer A oder Kleinbauer B, sondern eher so auf der emotionalen Ebene. Das war natürlich ganz schön. Wir gehen allein davon aus, dass wir es mit 3000 verschiedenen Sprachen zu tun haben und mit tausenden verschiedenen Kulturformen. Und nur wer diesen Ansatz wählt von unten, wird Verständnis gewinnen für afrikanisches Leben und afrikanische Zukunft. Und deshalb wird Afrika seinen Weg gehen und nicht unseren Weg. Es heißt ja, es wird selbst darüber nachgedacht, ob der Weg, der von einigen gegangen wird, die Vorbilder sind, oder der vom Häuptling in dem Fall oder anderen befürwortet wird, oder auch die Regierung sich dafür einsetzt, dass das der richtige Weg ist. Wir stehen als Partner beiseite und wir können Wissen, Technologie, Partnerschaft anbieten, aber wir müssen Kultur und Menschen in ihrer Form achten. Dass darüber so intensiv diskutiert wird, war für mich neu. Und dass es keine abstrakte Diskussion ist, sondern eine Diskussion, die vor Ort geführt wird. Und ich finde, das ist ein Zeichen der Hoffnung. Es gibt bestimmte technologische Entwicklungen, die ich als sehr vielversprechend für Afrika ansehe. Wenn Sie sich neue, moderne Züchtungsverfahren angucken, dann reden wir nicht mehr über diese klassischen transgenen Varietäten, sondern wir reden über Gene Editing. Gene Editing ist wesentlich einfacher, wesentlich schneller, wesentlich kostengünstiger. Man kann im Endeffekt von einer Demokratisierung der Molekulargenetik sprechen. Wir reden eher technisch und abstrakt über Probleme wie Welternährung. Das konkrete Wissen ist, glaube ich, nicht vermittelt im Moment. Ich glaube, durch eine Demokratisierung der Wissenschaft wird das eine enorme Veränderung des Anbietermarktes auch auslösen. Wenn man oftmals so von der Dominanz dieser großen Saatzuchtkonzerne spricht, der bäuerliche Markt in Afrika ist nach wie vor zu einem Großteil durch Subsistenz geprägt. Subsistenzbauern kaufen kein Hybridsaatgut. Punkt.